Hallihallo, hier ist wieder schon in ja. Ja, meine mitbeste Freundin aus Leipzig wird heute genötigt, Slenderman zu spielen und dann leg mal los. Sie ist ein bisschen schüchtern, also sie wird nicht viel erzählen, außer sie schreit. Es gibt natürlich keinen Grund zum Schreien. Muss mal gucken, linke Maus ist eigentlich das Einzige, was du drücken kannst. Nein. Ich weiß auch gerade überhaupt nicht, wo du bist, die Karte wurde aktualisiert. Und du müsstest rausgehen. Da. Und die Schriftrollen, die du finden musst, die ja, sind irgendwelche weißen Zettel, die an einem Baum oder an einem Boot oder sonst wo hin können. Und wenn du irgendwas sehen solltest, was ein bisschen unnatürlich aussieht, davor solltest du wegrennen. Das ist ein Leuchtturm. mit Shift. Aber du musst gedrückt halten. Aber du hast auch eine Ausdauer, also du kannst nicht ewig rennen. Ich würde es immer nur im Notfall machen. Oh ja, das volle Feld. Ich glaube, es waren Grillen. Ein Grund weiter zu gehen. Nein, aber es gibt halt so außer dem Wald gibt es halt immer so Location, wo auf jeden Fall eine sein könnte. Zum Beispiel hinter dir könnte so ein Leuchtturm einer sein, oder es gibt so Satelliten, oder da links das Auto, da könnte was sein. Da hängt auch gleich eine am Fenster. Aha, die Lautstärke ein bisschen höher. Nein, du schaffst das nicht, dann sehen wir es vielleicht nicht. Aber es ist schon, es kann schon. Dann bist du ja gerade einmal zum Auto, ins Feld und dann wieder zum Auto. Ja, weil der Typ da stand. Dann ist er richtig. Ja. Das ist ja wie so ein riesen Kreis aufgebaut, du kannst ihn überall hingehen. Der teleportiert sich übrigens, also es kann auch sein, dass er plötzlich vor dir steht. Also, würdest du immer das jetzt, soll ich sagen, wenn du ihn reinrennst? Oh, ich hab Angst. Sieht er unheimlich aus? So wie du es eben gesehen hast. Der verändert sein Äußeres nicht wirklich. Ich will nicht mehr. Ich zeig, ich hab Angst vor dir. Aber hier könnte auf jeden Fall wieder was sein. Also du merkst es eigentlich, wenn er da ist. Also jetzt nicht dieses Geräusch da gerade, sondern weil das Geräusch ist nur Atmosphäre. Da links war was. Da direkt in der. Sondern das Bild gruselt so ein bisschen, wenn er direkt irgendwie in dein Gesicht fängt. Ich glaube nur Gesicht fängt, wenn man deiner Nähe ist. Ja, das ist safe. Die Locations sind immer woanders.
So, hier wieder schon in mir und der zweite Versuch mit annehmen. Ich bin sogar genau da gestartet, wo du warst. Man muss immer alle Seiten von vorne. Dass ich zweimal an derselben Stelle gespawnt bin, das hatte ich auch noch nicht. Aber die Schriftrollen waren nicht hinter der Brücke. Vorhin hattest du hier keinen Hüsten. Also war ich zwar im selben Haus wie du drin, aber auf einer anderen Stelle. Es gibt ja noch mehr Sachen, die man angucken kann. Wie das denn? Ah, das ist cool. Komm da hin. Keine Regeln. Kann nur gut sein. Je weniger Seiten hast, desto einfacher ist es auch nicht. Aber ich bin schon mal mit einer Seite gekommen. Da war ich auch in einem Haus, dann kam ich in ein Haus. Ich bin da schon. Ich war in der Badewanne sonst. Ja, da war eine Seite im Bad. So, die erste haben wir. Das war schon wieder was. Früher war das eine Lagerhalle. Die war nicht offen. Das haben sie auch für euch. Das macht es nicht besser. Ich erschrecke mich da übrigens auch. Ja, ich hab da auch am Anfang übelst Albträume von gehabt. Ich hab's ja alleine gespielt. Du warst ja noch nicht dabei. Das hätte ich dann jedenfalls wieder spielen können. Mein Job, irgendwelche Spiele zu spielen. Ich spiele Fantasy-Rollenspiele sonst. So, und ich bin blöd gelaufen, ich hab keine Ahnung. Das war wieder was. Help me! Ich war eigentlich das große Ausbilder, weil da sollte man nicht zuletzt reingehen. Naja, weil wenn du da zum Schluss reinläufst, je mehr Seiten hast, desto schneller teleportiert er dich. Desto häufiger und desto näher ran an dich. Und du kommst dann halt nicht mehr aus dem Haus raus. Wirklich. Das sieht man. Das ist der zweite Teil, beziehungsweise gab man eine Blüte, da war das auch schon. Ich habe eine Aufnahme, die mich übelst erschrocken, weil ich gehe aus dem Haus raus. Erst nach rechts und dann nach links. Auf einmal stand da im Haus, wo ich gerade herkam. Also das Haus mag ich überhaupt nicht. Aber es ist natürlich von der rechten Seite und kann sofort wieder rauslaufen. Es gibt pro Location eigentlich immer nur eine. Ich habe mich erschrocken, ich habe noch nichts gesehen. Ich laufe.
Shot. Das passt ja nicht mit einem, ne? Das zweite wäre viel schlimmer. Grafikpack.